So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir waren mal wieder unterwegs im Lidl, im Käse, seinem Lieblingssupermarkt und Pupsi hat was entdeckt, nämlich zwei Burger, die ich so noch gar nicht gesehen habe. Gibt's wahrscheinlich neu, wieder mal von McKennedy American Way. Das ist zum einen hier dieser Double Beef. Ich glaube, ich habe noch nie Double Burger gehabt. Die sehen aber auf jeden Fall verdammt gut aus, sind auch richtig fett, sind richtig schwer. Ein so ein Teil hat 300 Gramm. Und zum anderen habt ihr den Double Burger Pulled Pork, auch von McKennedy American Way. Das Ganze bereitet ihr sogar mit der Verpackung zu. Ihr habt nämlich hier oben so eine Ecke, wo dort steht Cut Off, ne? Cut Me Off, einmal hier, einmal hier. Und das ist die ganze Zubereitung. Ihr schneidet links und rechts die Ecke ab. Aber nicht alle vier, sondern nur die zwei roten. Und dann packt ihr das einfach mit der Verpackung bei 600 Watt 160 Sekunden in die Mikrowelle. Die möchte ich jetzt beide mal machen. Dann möchte ich mal gucken, wie die schmecken, ob die was können. Sind, wie gesagt, aus dem Lidl. Hier steht Double Burger, Double Beef, zwei Rindfleischfrikadellen aus fein zerkleinertem Rindfleisch. Klingt irgendwie eklig, ich weiß nicht warum. Gewürzt, gegart in einem Hamburger Brötchen mit Sesam, mit einer cremig würzigen Pfeffersoße verfeinert, mit Gewürzgurken, eingelegten Zwiebeln und einer Schmelzkäsezubereitung. Ich glaube, so viel war noch nie auf einem Burger drauf. Und beim Double Pork, beim Pulled Pork, Double Burger Pulled Pork, zwei Schweinefrikadellen. Das ist der Unterschied, das ist Rind, das ist Schwein. Aus fein zerkleinertem Schweinefleisch, gewürzt gegart im Hamburger Brötchen mit Sesam, einer pikant rauchigen Soße, also statt einer Pfeffersoße eine pikant rauchige, mit geräucherten und gebackenem Frühstücksspeck, eingelegten Zwiebeln und einer Schmelzkäsezubereitung. Das Ding hat auch 300 Gramm. Ich schneide mal die Ecken ab, wir schmeißen es in die Mikrowelle und dann gucken wir mal, wie das schmeckt. So, ich packe den jetzt wirklich einfach nur mit der Verpackung hier rein. Die Ecken sind abgeschnitten. Ohne Teller, ohne alles. Einfach hier rein. Ich mache das jetzt auf Stufe, keine Ahnung, das ist die vorletzte Stufe an dem Ding. Hier haben wir 3 Minuten. Zack. Dann gucken wir mal, das ist der normale Double Beef, wie der schmeckt. So, der erste Burger ist fertig. Dieser Double Beef. Und jetzt fällt mir auf, ich habe gar nicht die zwei Burger in die Kamera gehalten. Also, eigentlich hätte ich das mal machen sollen. Jetzt habe ich sie natürlich beide schon warm gemacht und aufgeschnitten. Das heißt, es saut jetzt wahrscheinlich alles raus oder auch nicht. Wir halten es mal hoch mit dem Teller. Sieht jetzt natürlich total behindert aus, rutscht auch rum. Ich glaube, wir lassen das einfach. Wir nehmen einfach einen Burger in die Hand dann oder so oder auf dem Teller ausgepackt. Wir packen den aus. Das ist jetzt hier der normale Double Beef mit Pfeffersoße oder was auch immer das sein soll. Mit Gürkchen, mit allem drum und dran. Schneiden den auf und guckt euch das mal an. Sieht er nicht süß aus, ja? Dieser super geniale Burger. Ich sehe auf jeden Fall hier die Gürkchen runterrasseln und hier hinten den Käse, der genau noch so drauf liegt. Schmelzkäsezubereitung. Einfach ein Lappen, eine Scheibe Käse, die so da drauf rumhängt. Ich glaube, ich brauche den Teller gar nicht vollsauen. Wir können uns den so gut angucken. Wenn ich das jetzt wirklich mal hier hoch mache, dann habe ich einfach eine Scheibe Käse drin und ein paar Gürkchen und so. Und hier fliegt das ganze Fleisch rum auf diesem extrem weichen, lapprigen Brötchen. Zwei Scheiben Fleisch übereinander. Noch irgendeine... Ja, boah, was willst du dazu sagen? Das sieht auf jeden Fall alles sehr unappetitlich aus. Vor allem, wer macht solche Käsescheiben hier? Rund und Gummi, so muss das sein. Wir drehen die mal so rum, klatschen die wieder drauf, versuchen mal den Burger in die Hand zu nehmen und reinzubeißen, um zu schauen, wie der so schmeckt. Ansonsten habe ich auch noch Soßen da zum Verfeinern. Der an sich, ne, interessante Note, so einen Geschmack habe ich noch nicht gehabt, aber... Es ist halt alles wirklich komplett wie Matsch, einfach nur. Ein richtiger Matsch-Burger. Finde ich jetzt trotzdem nicht so köstlich. Es ist einfach nur, als hättest du einfach irgendwelche Zutaten genommen, alle in den Mixer rein, hättest dann einen Smoothie draus gemacht und würdest den gerade trinken, so kommt mir das vor.
wie kompletter Matschebrei. Wir haben noch ein kleines bisschen Tabasco von dieser Packung hier übrig. Ich werde mal schauen. Ja, da ist leider nicht mehr viel drin. Da muss ich mir mal wieder Neues besorgen. Beziehungsweise habe ich ja jetzt die Fuego-Soßen. Wenn wir das hier drauf packen irgendwie und dann mal probieren, ob wir ein besseres Geschmackserlebnis haben. Gefällt mir so auf jeden Fall deutlich besser, denn jetzt ist das Ding irgendwie richtig frampfig und schön würzig. Diese Kombination gefällt mir, denn wenn du was extrem Scharfes hast und nichts zum Beißen, ist blöd. Wenn du was Frampfiges hast, ohne dass du richtig Würze und Schärfe dabei hast, ist mir das auch nichts. Jetzt ist es die perfekte Kombination, aber du hast nicht immer Tabasco im Haus. Ich werde mir den jetzt hier nochmal reinziehen und gleich den anderen aufmachen. Das Tabasco ist ja eh gleich leer, hier. Das ist theoretisch, jetzt läuft alles unten raus. Aber was eine Sauerei, alles unten rausgetropft, egal. Wir machen einfach nochmal was drauf hier, dass die ganze Flasche leer ist. Bin mal gespannt auf den zweiten und ich finde, je mehr ich von diesem Burger gerade esse, desto besser gefällt er mir. Das war vielleicht auch der Rand, nur jetzt habt ihr innen drin viel mehr auch dann das Fleisch und alles, was zusammenkommt. Gewürzgurken, eingelegte Zwiebeln, Schmelzkäsezubereitung und eine würzige, cremige Pfeffersoße. Also die Pfeffersoße kombiniert sich jetzt auch gut mit dem Tabasco und ist gerade richtig gut. Ich glaube, ich würde es aber trotzdem nicht unbedingt nochmal kaufen, weil es halt einfach wirklich nur Fraß ist. So, kommen wir zum zweiten Burger, zum Double Pork. Der erste war ja Rindfleisch, das ist jetzt Schweinefleisch. Ich habe das Tütchen jetzt gerade schon mal aufgeschnitten, dass wir euch das hier so zeigen können, wie das aussieht. Sieht das köstlich aus, sieht das nicht köstlich aus, das könnt ihr jetzt entscheiden. Und wir auch hier mal den Deckel abnehmen. Vielleicht hätte ich den doch aus der Tüte einfach rausnehmen sollen. Wir nehmen den in die Hand, nehmen mal den Deckel ab. Ihr habt hier auch wieder diese super geniale Käsescheibe, Schmelzkäsescheibe, die eingelegten Zwiebeln, man sieht die kleinen Bacon-Stückchen vielleicht drauf, zwei Scheiben Fleisch, aber total verschoben übereinander muss das, so muss das aussehen. Der sieht irgendwie trockener aus als der andere, das Fleisch so verloren einfach, oben ein bisschen irgendwas drauf gematscht, das hier drauf gematscht alles, ich finde beim Öffnen hat der andere mehr Komponenten gehabt, mehr unterschiedliche Farben auch, andere Zutaten. Das wird jetzt einfach nur ein Stopfer sein wahrscheinlich. Was das Ganze mit Pulled Pork zu tun hat, weiß ich aber nicht. Beziehungsweise, das ist nicht Pulled Pork, da steht hier nur Double Pork, genau. Zweimal Schwein. Ich denke die ganze Zeit, da ist hier Pulled Pork drauf, aber das heißt doch einfach nur Schwein. Wir beißen einfach mal ins Schwein rein mit zusätzlich Bacon drauf. Und ansonsten habe ich wieder eine Soße, nachdem das Tabasco leer ist. Also ich muss sagen, der erste war geschmacklich auf jeden Fall besser, auch wenn das total abframpf war, wo halt einfach nur ein bisschen auch Würze gefehlt hat für mich. Hier beißt du rein und so wie der jetzt schmecken würde, würde ich den normalerweise gar nicht weiter essen. Der schmeckt irgendwie richtig chemisch. Richtig säuerlich, chemisch irgendwas. Vielleicht ist das diese Soße, die damit drauf gemacht haben. Eine komisch rauchige Soße. Ich bin nicht so der Barbecue-Fan. Barbecue-Geschmäcker, alles hin und her. Jetzt diese Rauchsoße da drauf, taugt mir leider überhaupt nicht. Ich werde es jetzt mal probieren, wie das ist, wenn wir da was anderes dazu machen. Wir haben nämlich hier noch die Molly Hot Sauce 2.0 scharfe Chili-Soße. Mit Carolina Reaper Chilis, Zucker, Salz, Banane, Zwiebel, Wacholderbeeren, Knoblauch. Die steht aber auch schon ewig. Ich weiß gar nicht, kann man die überhaupt noch essen? Die sieht sehr flüssig aus. War die sonst auch so flüssig? Nee, da hat sich unten alles angesammelt. Pupsi, deine gute Soße. Wir schütteln die mal rum. Wenn es mir heute schlecht geht, wenn ich heute Durchschiss kriege komplett, dann weiß ich auf jeden Fall, dieser eklige Gammelburger mit diesem Schwein drauf,
Und jetzt auch noch diese alte abgestandene Gammelsoße. Die hätte, glaube ich, auch kein Datum. Die haben wir schon ewig angefertigt, immer mal zu Raclette gegessen. Muss ich mal kurz hier riechen, ob die noch lebt. Die riecht auf jeden Fall scharf. Die Carolina Riva kommt dir ins Gesicht. Ich weiß ja nicht, wie lange dürfte man solche Soßen aufheben? Wie lange kann man was damit machen? Da braucht ihr auf jeden Fall nicht viel, nur eine ganz kleine Menge von dieser Soße, die jetzt aber halt mega flüssig ist, wie ich sehe. Wir tröpfeln einfach jetzt mal hier was drauf und beißen mal hier rein. Also wir brennen zwar jetzt ein bisschen die Lippen von der scharfen Soße, aber geschmacklich hast du immer noch diesen komischen, muffigen Spülmittel-Chemie-Geschmack durch, halb süßlich, halb muffig irgendwas. Von diesem Burger kann ich also für mich absolut gar nicht empfehlen, gar nicht mehr wieder kaufen. Da war der Double Beef mit Rind auf jeden Fall besser, auch wenn der auch nicht so toll war. Ich glaube, die Burger müsst ihr wirklich nicht unbedingt probieren, die könnt ihr meiden. Dann kauft euch lieber so ein Zweierpack, eingeschweißte, legt euch dann noch ein bisschen was drauf und so, dann habt ihr mehr davon. Ich versuche den trotzdem jetzt irgendwie zu essen, runter zu kriegen. Vielleicht ist ja auch, je mehr man isst, desto besser wird's. Sieht aber alles aus wie eine Baustelle. Ich tue nochmal hier was drauf von dieser Soße, wo ich nicht weiß, ob das gut ist. Das tröpfelt halt ganz leicht da drauf und ist halt richtig scharf. Nee, also ich glaube, das wird nicht besser. Und du merkst halt nur die Soße. Dass sie scharf ist, aber dieser Geschmack, der von dem Burger durchkommt, ist für mich total widerlich. Kann ich nichts mit anfangen. Die Double Burger von McGannady aus dem Lidl, für mich leider nichts. Sonst immer gute Burger gehabt, gibt auch richtig große Auswahl eigentlich immer. Jeder bietet Burger an, immer verschiedene Varianten, anders zubereitet. Aber das einfach in die Mikrowelle gelegt und dann wird das einfach nur ein dicker Haufen Matsch und Klump zusammen. Ist nicht so meins, bin mal gespannt. Vielleicht kann der Kesto die ja auch testen, wenn er das im Lidl sieht, was der dazu sagt. Meins ist es jetzt nicht so. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich muss das leider jetzt noch essen, dieses Häufchen Elend. Weil ich habe heute noch nichts gegessen, deswegen essen wir halt das. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ciao.